Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Anders mit Hund, deinem Podcast rund um bedürfnisorientiertes Leben mit Hunden von und mit Anja Landler und Anne Bucher. Hallo und schön, dass du wieder mithörst. Anne wird dir heute eine Frage beantworten, und zwar eine Frage, die wir des Öfteren zugeschickt bekommen. Also Anne, wie lautet sie? Warum funktioniert Training 10-mal und dann wieder nicht? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, warum das der Fall ist. Magst du da genauer mit uns hinschauen? Also, Grund Nummer 1, warum dein Hund das nicht kann, du hast es nicht verknüpft. Also er hat es nicht verknüpft. Es war Zufall, dass es die Male davor funktioniert hat. Er hat etwas anderes verstanden, als du denkst, dass er verstanden hat. Ein gutes Beispiel ist das Laufen an lockerer Leine. Das Laufen an lockerer Leine ist für unsere Hunde mega, mega komplex, weil unsere Hunde verknüpfen, wenn wir ihnen Verhalten beibringen, also Bewegungen beibringen, die sie hinterher auf Signal, die Leine in dem Fall ist das Signal, ausführen sollen, verknüpfen sie spezifische Bewegungen mit Konsequenzen, Belohnungen, Verstärkungen oder Strafen. Wenn wir etwas verstärken, wenn wir etwas belohnen, dann wird es mehr, wenn wir es strafen, wird es weniger. Das setzt ja voraus, dass der Hund es willentlich macht, also dass er es bewusst macht. Dazu gleich mehr. Das ist nämlich der zweite Grund, warum es nicht funktionieren könnte. So, das heißt, das Laufen an lockerer Leine zum Beispiel ist super, super schwierig, weil dem Hund erstmal bewusst werden muss, dass es nicht eine Bewegung ist, sondern dass es das Kriterium der durchhängenden Leine ist, das er einhalten soll. Weil manchmal läuft er dabei ja vorwärts, hat den Kopf unten, manchmal hat er ihn oben, manchmal bleibt er stehen, manchmal schnüffelt er. Und das sind ja ganz, ganz viele Bewegungen, die in Ordnung sind. Das heißt, er kann nicht, wie zum Beispiel bei einem Dreh dich zur Seite, herausfinden, es ist nur die Kopfbewegung. Und ganz, ganz oft ist es so, dass wir den Hunden es einfach nicht richtig beigebracht haben. Weiteres gutes Beispiel ist es, wenn du zum Beispiel in der Welpenstunde ganz klassisch das Sitz über Locken, über den Finger zeigt, nach oben, Futter in der Hand, wird über die Nase vom Hund geführt. Der Hund macht so, dann setzt er sich irgendwann hin, um den Keks zu kriegen. Er setzt sich hin, kriegt den Keks. Dann kannst du das auf diese Art und Weise aufbauen, wenn du früh genug zum Beispiel anfängst, das Lockmittel auszuschleichen, die Zeigegeste auszuschleichen, wenn du hinterher es auch über ein Wort machen willst, etc. Häufig machen wir aber an der Stelle Verknüpfungsfehler. Oder wir trainieren in einem Umfeld, wo der Hund gar nicht das konkret mitbekommt, was wir wollen. So, und dann kann er es hinterher nicht. Das ist Trainingsfehler Nummer 1. Er kann es gar nicht verknüpfen, er hat was anderes verknüpft, wir haben es ihm nicht vernünftig beigebracht. Deswegen klappt es hier und da aus Zufall, aber es klappt eben nicht immer. Falls du jetzt Anne kurz nicht gehört hast, sie hat mir wunderbar demonstriert, wie sie den Kopf in der Lockbewegung nach oben nimmt. Kommen wir zur Möglichkeit Nummer 2. Wir haben es nicht richtig generalisiert. Was heißt das? Hunde sind totale Kontextlerner. Das heißt, Hunde lernen das komplette Setting mit. Und zu diesem Setting, zu diesem Kontext gehören nicht nur äußere Faktoren, wer ist dabei, in welcher Umwelt sind wir, wie spannend sind die, sondern auch innere Faktoren. Wie zum Beispiel ist die Erregungslage. Und wenn du immer nur auf einem niedrigen Erregungslevel übst, weil ja Erregung was ganz Schlimmes ist und wir alle den super entspannten Hund wollen, dann wird dein Hund es auf hohem Erregungslevel nicht ausüben können. Punkt. Das heißt, wir haben dann nicht vernünftig generalisiert. Erinnert euch, also mein Lieblingsbeispiel sind an der Stelle Matheformeln oder Vokabeln. Ich war echt jemandem in der Schule, dem das Lernen leicht gefallen ist, der sich nie besonders angestrengt hat und dem das gereicht hat, wenn er so da durchgekommen ist. Und trotzdem, wenn ich gelernt habe und ich habe brav in der Schule aufgepasst sozusagen und ich habe die Formel verstanden, den Satz des Pythagoras verstanden,
Kennt ihr das noch? Ihr sitzt zu Hause, ihr seid euch ganz sicher, ihr habt es verstanden und dann sitzt ihr vor dem Schulheft und denkt, fuck, keine Ahnung, wie das ging. Es ist weg. Das liegt daran, wenn wir immer nur in einem Kontext üben, wenn wir immer nur in einer Situation üben. Zum Beispiel, wenn du immer nur an strammer Leine übst, wird der Hund nicht im Freilauf auf die Signale reagieren können, weil der Kontext der strammen Leine fehlt. Das heißt, Generalisierung bedeutet, an möglichst vielen Faktoren in der Umwelt zu schrauben und auch im Hund und bei dir zu schrauben und sie immer in Nuancen, nicht alles gleichzeitig, nicht jetzt machen wir Hundeplatz, dann machen wir Garten, dann machen wir Hausflur und so weiter, sondern in Nuancen dran zu feilen, dass sich Dinge verändern. Zum Beispiel, hey, das klappt hier super gut in diesem Setting, er hat es jetzt zweimal richtig gemacht. Und dann fahren wir mal die Erregung hoch, spielen mal, machen mal Vollgas, machen eine Pause und dann machen wir es wieder mit einem anderen Erregungslevel, mit einer anderen Lage. Du siehst, bei der Generalisierung gibt es doch einiges zu beachten. Der Trainingsfehler Nummer 3 ist, dass du entweder zu viel oder zu wenig trainierst. Also der Hund lernt es zwar, er hat es 10-mal hintereinander gemacht, aber die 10-mal hintereinander waren direkt hintereinander. Das heißt, du trainierst nicht täglich im Alltag ganz nebenbei, sondern du hast so deinen Kopf von Schulstunde erledigt. Schulstunde erledigt. So, und Lernen lebt von Überraschungen. Und wenn du willst, dass Signale später gut funktionieren, auch außerhalb der Trainingssituation, dann ist es super, super wichtig, dass du immer mal wieder ganz nebenbei trainierst und Training und Alltag gar nicht so krass trennst, sondern die beiden quasi parallel zueinander gleichzeitig ablaufen. Das ist ein Grund, weshalb ich keinen Hundeplatz habe. Manchmal denke ich mir, oh, für das Team wäre es jetzt echt schön, wir hätten so einen Safety-Ort und könnten erstmal ganz sicher anfangen. Aber im Großen und Ganzen ist die Verlockung viel zu groß, dort erstmal alles zu trainieren, nicht in die Umwelt zu gehen und damit eben auch ganz, ganz klar Vorteile zu verlieren. Ein häufiger Grund, der uns auch begegnet, ist ja, dass wir nicht wissen, wie Hunde lernen, beziehungsweise wir auch nicht verstehen, wie das Gehirn funktioniert. Und dass wir von unseren Hunden Dinge erwarten, die sie in der Sekunde gar nicht umsetzen können. Was meine ich damit? Wenn du ein Signal aufgebaut hast, wie beim Sitz, beim Klassiker sozusagen, dann hat dein Hund das Wissen, was Sitz bedeutet, hier vorne in der Großhirnrinde abgelegt. Das heißt, der Reiz muss bis dahin durchkommen und dann sagt die Großhirnrinde, ah ja, die hat Sitz gesagt. Sitz heißt, du musst den Körperschwerpunkt nach hinten nehmen, du musst die Knie einknicken, du musst den Po zum Boden bringen, du musst dort so und so lang verweilen und wenn du das schaffst, dann bekommst du die und die Konsequenz, Belohnung, Strafe bleibt aus, wie auch immer. Wenn aber der Hund extrem erregt ist, wenn der Hund frustriert ist stark, wenn der Hund stark gehemmt ist, wenn der Hund stark gestresst ist, wenn also irgendwelche Dinge stärker aktiv sind, die in den tieferen Gehirnregionen, dem limbischen System, das sogenannte emotionale Zentrum und dem Stammhirn, in dem so die überlebensnotwendigen Funktionen geregelt werden, wenn die ganz aktiv sind, weil der Hund zum Beispiel sagt, stopp, es ist gerade scheißegal, ob ich die Leine über den Rücken kriege oder einen Keks kriege, etwas anderes ist viel, viel wichtiger. Ich muss nämlich gerade überleben, zum Beispiel. Und das kann manchmal in Situationen der Fall sein, wo wir sagen, was, hier ist doch gar nichts. So, warum auch immer, ist ja erstmal egal. Dann kommt der Hund nicht an das Wissen hier vorne.
Dasselbe gilt in der Jugendentwicklung. Deswegen macht weder unser Schulsystem noch ein Hundeschulsystem mit Welpenstunde, Junghundestunde etc., wo immer mehr Anforderungen gestellt werden, Sinn, weil in der Jugendentwicklung ist dieser Gehirnbereich hier vorne, der denken soll und der genau eben für die sogenannte Signaldiskriminierung, also zu entscheiden, hat sie da gerade Sitz oder Fuß gesagt und was bedeutet das eigentlich, der ist dann nicht aktiv. Das heißt, der Hund kommt an dieses Wissen gar nicht dran. Und das immer nicht, wenn gerade Emotionen sehr stark aktiv sind, wenn überlebenswichtige Prozesse, Stress, Frustration, Angst etc. aktiv sind oder die Erregung so hoch ist, dass der Hund nicht mehr klar denken kann, sondern mehr oder weniger rein emotional und reflexiv handelt. Dasselbe gilt übrigens, wenn Impulskontrolle zum Beispiel aufgebracht ist. Der kommt hier vorne an das Wissen nicht mehr dran. Und deswegen kann er es dann nicht. Was kann ich jetzt tun? Erstens Pausen machen. Zweitens Training vielfältig, schön, angenehm, lustig gestalten und mehr oder weniger permanent in den Alltag einfließen lassen, ohne zum Küchenradio zu werden und eure Hunde Dauer zu beschallen. Aber wir haben zum Beispiel, wir waren heute Morgen Stunde 20 Minuten Gassi, es hat hier über Nacht gefroren, das Wild war sehr aktiv. Wir haben 5 oder 6 wichtige Signale einfach mal während des Spaziergangs geübt. Mein Umorientierungssignal, das X-Leckerchen-Spiel haben wir heute Morgen gemacht, weil die Mini sehr aufgeregt war. Wir haben Rückruf einmal kurz geübt. Also wirklich jeweils eine Wiederholung. Wir haben ein Signal, das heißt, hey, es geht hier entlang geübt und wir haben An- und Ableinen geübt und das war's. So, das waren 1 Stunde 20 Minuten. Ansonsten habe ich meine Hunde so viel wie möglich machen lassen und habe wirklich geguckt, hey, was ist gerade für uns in diesem Umfeld das Wichtige zu trainieren? Was brauche ich hier? Was kann ich jetzt hier gut trainieren? Wo habe ich vielleicht noch ein Trainingsdefizit, das ich nutzen kann? Und das mache ich ganz gezielt. Wenn du mit deinem Hund anfängst, sowas wie zum Beispiel das Umorientierungssignal oder die Reaktion auf den Namen, die ja im Prinzip das Gleiche ist, 10-mal hintereinander zu üben, dann steigt das Gehirn aus. Das will Überraschung, das will Abwechslung, aber gepaart mit Sicherheit. Und diese Balance heißt es hinzukriegen und darüber heißt es dann auch zu generalisieren. Also ich habe heute Morgen zum Beispiel das Umorientierungssignal geübt, als die Erregung gerade super hoch war. Ich habe mich aber mit einer minimalen Reaktion zufrieden gegeben und habe die sehr hochwertig belohnt, damit eben in Zukunft bei diesem super hohen Erregungslevel das Gehirn eine bessere Entscheidungsmöglichkeit hat zu sagen, hey, stopp, das können wir schon, das wissen wir, das machen wir mit, das hat sich gelohnt. Das sind also alles Gründe, warum der Hund, wenn man doch etwas schon x-mal gemacht hat, dann das doch plötzlich nicht mehr kann. Und dann gibt es ja auch noch andere Gründe wie bestimmte Entwicklungsphasen, die Jugendentwicklung, das Alter oder auch Schmerzen, die haben ja auch einen Einfluss. Wenn der Hund sich in so einer Phase befindet, dann ist ja quasi das Gehirn auf Autopilot. Und der Hund kann einfach in der Situation das gewünschte Verhalten nicht zeigen. Und dazu gehört häufig auch das Thema Mehrhundehaltung. Ich habe viele Hundehalter, wo zum Beispiel der Rückruf mit einem Hund super funktionierte. Dann haben die zwei Hunde kleine Konflikte miteinander, vielleicht auch im Futter. Der Rückruf wurde viel mit Futter aufgebaut und verknüpft. Jetzt steht der eine Hund schon beim Menschen und der andere Hund sagt, ich kann da nicht hingehen. Sonst kriegt es Streit und dann funktioniert der Rückruf nicht mehr. Und solche Sachen dann rauszufinden, wirklich auseinanderzunehmen, dafür macht man Trainingsanalysen, dafür braucht es Video, dafür braucht es Reflexion, solche Sachen. Sehr gut, das sind also die häufigsten Gründe, die uns begegnen. Anne, hast du noch etwas ganz Wichtiges hinzuzufügen? Ich habe jetzt noch 2 Hinweise für dich. Eine Sache hat mich diese Woche echt ein bisschen getriggert und da möchte ich dich bitten, mal für dich zu reflektieren, ob du dazu auch neigst. Ganz oft werde ich um Tipps oder Ratschläge gebeten und dann sage ich was oder sagt jemand aus meinem Team was und dann
kommt ein, dann funktioniert, das funktioniert in der Situation nicht. Nee, natürlich nicht. Wir fangen doch nicht in der Situation an zu trainieren, wo es vollkommen zu spät ist. Training heißt doch, in den Alltag integrierte Übungen für den Ernstfall. Und egal, ob du Spitzensportler bist, ob du Unternehmer bist, ob du Rettungssanitäter oder sonst was bist, 90% der Zeit heißt es Training. Also vorbereiten für den Ernstfall, vorbereiten für den Ernstfall, vorbereiten für den Ernstfall, Ernstfall möglichst gar nicht aufkommen lassen. Und 10% der Fälle heißt es Wettkampf, Ernstfall, was auch immer. Das heißt, wenn das Verhältnis bei dir nicht stimmt, dann wird in der Zeit nichts funktionieren. Nicht mehr ansprechbar ist genau so ein Fall, wo ich sage, warum ist der Hund nicht mehr ansprechbar? Was bedeutet für dich nicht mehr ansprechbar? Kann der nicht mehr hören? Sind die Ohren verstopft? Oder zeigt er einfach nur nicht die Reaktion, die du erwartest? Welche Reaktion erwartest du denn? Trainiere sie und trainiere sie zu 90% in verschiedensten Situationen, die nicht der Ernstfall sind, damit sie im Ernstfall funktionieren. Die 90% dürfen alle ein paar kleine Komponenten des Ernstfalls haben, aber sie sind bitte nicht der Ernstfall. Und wenn ihr wollt, dass eure Hunde mit euch ein erfülltes, bedürfnisbefriedigtes Leben haben und es nicht nur ein gegenseitiges Gezerre ist, dann packt euer Leben an und guckt, dass ihr das Training gut ins Leben, in den Alltag integriert kriegt, weil ich habe das Gefühl, der häufigste Fehler, der mir begegnet ist, wir honorieren nicht, wenn es gut läuft, sondern fokussieren uns darauf, wenn es schlecht läuft und wundern uns dann, wenn es nicht funktioniert. Wenn du 90% deiner Zeit ins Training investiert hast, dann hast du, wenn unverhoffte Situationen auftreten, ein Potpourri in deiner Tasche. Und das ist dann egal, wenn es noch nicht perfekt funktioniert, aber fang an zu trainieren und guck dir an, wann, wie, wo treten die unverhofften Situationen denn auf? Kannst du da was anpassen? Was brauchst du dafür, damit die funktionieren? Zum Beispiel fange ich total gerne an mit der Kehrtwendung, erstmal rausgehen aus der Situation, ja, und trainiere das und am Schluss ist es dann so wie Autofahren. Du kannst niemals verhindern, dass wenn du alles richtig machst, jemand anders sich doof verhält, dass jemand anders in dich reinknallt, dass irgendwo ein Baum umgefallen ist oder sonst was, dir die Situation entgleist. Wenn dir das aber täglich passiert, wöchentlich passiert, alle 2 Tage passiert, dann sollte man den Fahrstil überprüfen. Ja? Also ich finde mal, mit Auto- oder Fahrradfahren kann man das ganz gut vergleichen, weil da ist vorausschauendes Handeln und Denken notwendig und trotzdem, immer wenn wir uns in die Umwelt begeben, dann geben wir uns in eine Fahrt. Nur kann ich mir aussuchen, ob ich als totaler Anfänger mich jetzt, der immer nur auf dem Landauto fährt, jetzt als bei meinem ersten Berlin-Besuch in die Berliner Innenstadt mit dem Auto wage oder ob ich sage, oh nee, das spare ich mir, da suche ich mir andere Wege. Und das Letzte, was ich für euch habe, dass wir uns überlegt haben, wir machen vom 22.03. bis zum 26.03. eine Trainingschallenge, zu der man sich allerdings anmelden muss, damit man die Aufgaben und Inputs kriegt und die Anmeldelinks etc. gebe ich euch. Und dann werden wir uns eine Woche den 5 wesentlichen Säulen des Trainings widmen zum Thema Begegnungen mit Radfahrern, Fußgängern, Autos, anderen Hunden in der Umwelt. Wir verlinken dir natürlich alle Informationen in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du im Blog vorbeiliest, dich für unseren Newsletter anmeldest und natürlich hör mal wieder rein.